Es gibt so viele korrumpierte Medien, die im Kapital schwimmen. Zu den wenigen, die gegen den Strom schwimmen, aber über viel zu wenig Geld verfügen, gehört Weltnetz TV. Spenden helfen beim Aufklären. Wir sitzen hier bei Rainer Flassbeck und werden demnächst ein Barbecue gereicht bekommen. Und du bist aus der unmittelbaren Nachbarschaft über die Grenze gekommen. Das heißt, die Grenze zur Schweiz ist hier und wir sind jetzt hier in Frankreich. Was spürst du noch von den vielen ins Geld gehenden Prozessen, die sie dir wegen deiner Bankenkritik aufgedrückt haben? Erstens, die haben mich, ich war ja im Parlament, dann wurde die Immunität aufgehoben. Das ist seit 70 Jahren nicht mehr passiert in der Schweiz. Dann kam die Prozesslawine, diese 9 Prozesse, die habe ich alle verloren. Schadenersatz, Kreditschädigung und so weiter. In 5 Ländern war das. Das war wegen meinem Buch Die Schweiz Wäscheweise. Ich rede nicht so gern darüber, weil ich nicht ein Martyr sein will. Ich bin eben noch unglaublich privilegiert. Erstens, die Bücher kommen in verschiedenen Sprachen, großen Verlagen heraus. Ich wurde dann wieder ins Parlament gewählt. Auch die Prozesse, die Gerichte. Als Sozialdemokrat. Als Sozialist. Aber in einer sozialdemokratischen Partei. Das ist kompliziert in der Schweiz. Ich wurde Abgeordneter von Genf im eidgenössischen Parlament, also die Abgeordneter von Genf. Und die Schweizerische Sozialdemokratische Partei ist eigentlich eine Föderation, wie die Konföderation, die Eidgenossenschaft an sich, von ganz verschieden kulturell geprägten Bewegungen. Und in Genf heißt das nicht Sozialdemokratische Partei, sondern es ist eine kleine Sekte, es ist Parti Socialiste, geprägt von den italienischen Anarchisten, von dissidenten Kommunisten aus der Partei der Arbeit und so weiter. Also auf deine Frage, was bleibt von dem Prozess? Es bleiben die Schulden. Zum Beispiel, ich wohne in einem Haus, das gehört meiner Frau, das Grundbuch nachzulesen. Wenn ich mich da nicht gut aufführe zu Hause und weggewiesen werde, dann schlafe ich unter einer Brücke. Also dann, und so weiter. Ich höre das Gelächter von Erika. Von Erika, genau. Ja, und die Besitzerin, die hat alles, was ich habe, aus dem Kleinen. Also das ist wirklicher angewandter Feminismus. Angewandte Feministin, aber was, sie ist total solidarisch, glücklicherweise. Eine Kommunistin, eine richtige. Also, ich bin's ja auch, weißt du, das ist der Horizont Jetzt kommt's der Geschichte. Raus. Es ist der Horizont unserer Geschichte. Die Radikalkritik des Raubtierkapitalismus. Also jetzt, aber ich rede nicht gern von dieser Zeit der Prozesse und der gerichtlichen Verfolgung und so weiter, weil noch im Gerichtssaal war der Kampf ja möglich, war ich noch privilegiert, hatte internationales Unterstützungskomitee mit Regisseur Breabe, Pierre, Chomsky und so weiter, du warst auch drin, ich danke dir, ja. Wenn ich ein portugiesischer Fremdarbeiter gewesen wäre oder eine Putzfrau oder ein Angestellter, dann wäre meine soziale Existenz schon längst total zerstört. Und deshalb bin ich immer noch ein Privilegierter unter Privilegierten. Und diese Prozesse waren Momente des Kampfes. Momente des Kampfes. Auch wenn ich sie total verloren habe. Dazu kommt rückblickend, dass eine ganze Reihe derer, die mich angeklagt haben, Bankiers und so weiter, Geschäftsanwälte, die sind wie Hans W. Kopp, der Zürcher Wirtschaftsanwalt, millionenschwer, der wurde dann ein Jahr, nachdem ich verurteilt worden bin, wegen Betrugs verurteilt vom Obergericht in Zürich. Safra, der Bankier, die Republican Bank of New York, das ist die 9. Bank der Welt, Edmond Safra, wurde ermordet in Monaco, in seinem Luxushaus, Appartement, wahrscheinlich von der russischen Mafia. Und so weiter und so weiter. Gaon, der mich verurteilt, ein israelischer Rohstoffspekulant,
der mich auch schwer verurteilt hat, der ist Konkurs gegangen. Und so weiter und so weiter. Also es gibt diese Phase der Prozesse, war nützlich. Und da habe ich dem Che gesagt, Kommandante, ich will mit euch gehen. Ich will mit euch gehen. Und zweitens, und Che hat gesagt, komm, komm zum Fenster da. Und es war spät, spät in der Nacht und in der Bucht des Genfersees leuchten da plötzlich die Juwelierbanken und so weiter, Versicherungskonzerne, Reklame, die Lichtreklame auf. Und der Che hat mir gesagt, siehst du die Stadt da unten? Ich sage, ja, Kommandante, da bist du geboren, das ist das Gehirn des Monsters, da musst du kämpfen. Jetzt an die Tür klopfen, eine wirkliche, virulente Widerstandsbewegung zu entgegenzusetzen. Was ist der Grund unserer monströsen Wirkungslosigkeit? Also ich bin nicht einverstanden mit dem, was du sagst. Wirkungslos, also Man, erstens kann man unser Tun nicht quantifizieren. Wir sind ja Produkteure von symbolischen Gütern. Der Sartre sagt, es gibt den praktischen Klassenkampf an der Arbeitsfront und es gibt den theoretischen Klassenkampf, der Kampf um den Bewusstseinsinhalt, um die Bewusstseinsinhalte.